now. Heading to that location. Heading there now. I'm on my way. Affirmative. Covering now. Eyes peeled, Commander. Выхожу. Du bleibst da oben. Sollte dir eigentlich nichts passieren können. Oh, 10 Mage. Ist fast eine Herzoperation, oder? Wie teuer waren die? Already there. Ich will jetzt nicht noch einen Tracker verbrauchen. Good to go. Warte mal ganz kurz, vielleicht lösen wir noch aus Versehen was aus. Auch wenn ich es vermeiden wollen würde, sind schon komischere Sachen passiert, ne? Durch die Wand plötzlich irgendwelche Trupps aufgedeckt oder ähnlichem Spielkram. Jetzt kannst du. I don't think we're alone out here. Hört sich so an, als wenn die Floater und die Heavy Floater in unterschiedlichen Truppen wären, weil zweimal das Floatergeräusch kam. On my way. X-ray spotted. Ja, das ist der Trupp mit den regulären Floatern. Oh, nom nom. Ja, mach mal. Kriegst du die anderen noch mit? Nö. Nee, mach mal. Warte. Ganz ruhig. Also, Muton ist ein Ziel fürs Gefangennehmen, der komplette Rest nicht. Die haben alle nur Carbines oder ähnliches. Auch die Floater. Nur die Heavy Floater haben die Plasmagewehre. Du kannst von hier aus schon den Floater ausschalten. Du kannst auch drauf schießen, du nicht. Dann schicken wir dich mal hoch. Und schon haben wir ganz viele Ziele. Was ist mit dem Sniper? Sniper hat 100% auf dem Floater, 100% auf den da unten und 86% auf dem Muton, den wir nicht töten sollten. Wir haben auch keinen in der Nähe, der jetzt schon auf die Schnelle stunnen kann. Den da drüben würde ich eigentlich ganz gerne erwischen. Da ist alles im Weg hier für dich. Nee, du musst... Oh, da könnte hinhauen, wenn sie der nächste Runde da bleiben. Das heißt, diese Runde ist nicht so viel anstellen, lieber mehr vorbereiten. Und vielleicht ein bisschen Kleinkram wegschießen, wie zum Beispiel die Floater hier oben. Und auch die Deckung von dem Muton wird nicht weggesprengt. Der soll nämlich erstmal schön da bleiben. Wenn wir seine Deckung nämlich wegspringen, dann kann es sein, dass er nach hinten geht, um da neue volle Deckung zu suchen. Und dann ist es für uns schwieriger, ihn zu stunnen. Ja, es lohnt nicht. Schieß mal den da unten an mit 83%. Quatsch. Trefferchancen sind bei ihm langsam auch okay. Dahin. Da möchte ich nicht riskieren, dass der Mutter einen Schritt zur Seite macht und dann hier irgendwie reinballert. So, McCall. Sollte eigentlich erst. Naja, doch, haut drauf. Och, Jungs. So presst den Motor, dass er schön da bleibt. Das ist unser Sniper, muss sich um den
Floater kümmern, aber ist auch okay. Soul ist ganz hinten. Da. Aber dafür hat Parsec 10 Mate eingesagt, ne? Das ist ja. Du kannst mal Kleinkram dezimieren. Das waren jetzt 4 Schuss bei 60-70% rum, die daneben gegangen sind, ne? Ihr könnt ruhig abhauen. Achso, sind bisher 2 tot. 2 Floater. Mehr nicht. Von 22. Hätte ich schon fast wieder vergessen, ne? So einfach wie das. Keine Ziele mehr. Kannst du ihn regulär treffen? Ja, versuch lieber regulär zu treffen. Ja, sparen wir uns die Raketen. Ah, hat nicht ganz gereicht. Das wird auch nichts. Von da oben schießt. Könntest den mit deiner Gedankenmacht zerfetzen. Mama. Das macht doch nur ein HP, aber das war gerade ganz passend. Ja. Dich, du bist einer unserer Hauptstunner. Geh mal nach vorne. Stepping off. Oh. Dich habe ich nicht auf dem Plan gehabt. Hast du die ganze Zeit da? Geh mal, da du ja eh keine Deckung brauchst, okay. Da hin und schieß runter. Ja, kein Crit. Schade, kriegen wir dich nach da vorne. Nicht ohne größere Gefahr. Aber ist okay, ist volle Deckung. Das heißt, es kann nur einer flankieren und der wird ihn nicht knacken können in einer Runde. Also vor mit dir. Du darfst nochmal suppressen. Das kannst du aber auch von hier vorne, ne? Da bist du näher dran, um später deinen Command machen zu können. Also suppress auf ihn. Sit down. I need ammo. Könntest disablen, aber der ist schon suppressed, das muss nicht sein. Nee, steht noch mal. Oh, hallo. Was ist der Rest, hm? Wir haben schon 3 Trupps getriggert. Oh, läuft weg. Ja, zack. Genau die beiden müssen es dann. Sie läuft ganz weg. Och, Menno. Na ja, gut. Dann halt nicht. Ja, scheinen jetzt alle durchweg 6 Punkte zu regenerieren. So, wie machen wir das Gewusel jetzt hier? Du Grenadier. Kriegst du eine Heilung? Kommst du da an? Nein, und du bist suppressed. Das heißt, der Sniper kümmert sich bitte um. Du siehst den Suppressor nicht. Scheiß Position hier. Na gut, hau einen von den Floatern weg. Ist? Moment mal, was war das gerade? Da stand 9. Achso, die sind... Hä?
sind so komisch überlappt. Da ist irgendwas nicht richtig. Da hinten ist noch einer im Overwatch. El Mariachi kann gerade nichts sehen, das ist ungünstig. Die kriegen wir doch wahrscheinlich mit. Na. Warte, du schießt mal eine Rakete da rein. Ja, hat die Power Source nicht erwischt, die ist ein bisschen weiter drin. Und damit ist der Suppressor schon mal weg. Dann. Wenn du hier hingehst, kannst du ihn nicht sehen, richtig? Ja, kannst aber trotzdem mal schauen, ob du von da aus den anderen erwischen kannst. Oder? Da ist ja noch ein Commander. Also, Sektoid hier down ist. Also, zwei Flugler hier waren zwei. Sektoid hier drei, Sektoid da vier. So, du bist hier flankiert von dem Commander da hinten, aber du kannst auch dafür den da erwischen. Der Commander macht nicht so viel Schaden auf ihn, das sollte okay sein. Also, hau den bitte an. Könntest jetzt abhauen, aber wer finisht ihn dann? Die da erledigen wir durch Granaten. Gehst mal bitte hier hin. Lässt dich da kostenlos heilen. Die Granaten werden die nicht alleine töten. Das heißt, wir brauchen die Granaten von hier und dann noch die von unserem Mac. Nicht die Deckung wegsprengen, bitte. Warum kann ich nicht werfen? Also. Lächerlich. Ja, das heißt, du kannst den nicht töten. Granate. So, immer noch nicht. Da prügelst du. Du siehst gar nichts. Gar nichts ist wenig. Was haben wir noch? Du kannst Run and Gun. Oder einfach auch regulär schießen. Das müsste doch reichen von da oben, oder? Wegen Höhenvorteil und allem? Siehst ihn gar nicht. Du kannst den da hinten sehen. Das Spiel ist so komisch manchmal. Ja. Trotz diesem krassen Vorteil hat es nicht geklappt. Töte, töte, töte. Kriegst jetzt gleich selber einen auf den Deckel dafür mit dem Commander. Aber das sollte, wie gesagt, vertretbar sein. Was machen wir hier? Hier gehst du einfach in Overwatch und wenn der zu nah an einen von denen rankommt, dann erwischst du den. Hoffentlich. Was da? Also noch ein Kill für den Outsider. Oh. Cover the flanks. Autsch. Aber er ist schöner dran zum Stun. Ouch. Die schießen schon wieder auf denselben. Ja, der gesteckte auch. 100% tot. So, so, so war der Plan. Noch ein Toter? Ah, krittet der Sack auch noch. So, und die... Wer ist hier noch ein Krit? Ich glaube, ich bin bei 7. Ich hab mal... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Okay.
Du bist sehr stark angeschlagen. Müsstest eigentlich zu einem Medic. Haben wir hier noch irgendwo Overwatch? Nein. Da bist du von dem da hinten auch flankiert. Der braucht einen Tag. Okay, geh du zurück nach oben, um den dann zu taggen. Ja, ist schwer zu treffen. So, 56%. 69. Okay, dann versuch. Rapid Fire sollte nicht reichen, um zu töten. Schon gar nicht bei 54%. Aber ein Treffer wäre ganz... Ein Schuss wäre ganz nett, damit das alles ein bisschen hinhaut mit dem Stun. Weil zum Stun müsste er auch erstmal Schaden bekommen haben. Okay. Ja, probieren. Nee. Probieren einen regulären Schuss mit 35%. Du brauchst immer eine neue Heilung. Und gleich zwei, ne? Ja, das reicht nicht. So, und er muss... Schießen wir jetzt regulär auf ihn in der Hoffnung, dass wir ihn genug runterbekommen für einen Stun, oder disablen wir ihn? Das ist eine gute Frage, hm? I'm on it, Commander. Vielleicht klappt das ja auch so. Wir sind jetzt ganz nah dran, 72%. Endlich mal ein Treffer. So nichts dann. Ne, komm, nichts riskieren. Disabling Shot auf ihn. Das macht ja auch ein klein bisschen Schaden. Zwei. Ja. Dann. Ja, kannst nochmal drauf. Komm schon, der regeneriert das sonst gleich alles weg. Okay, nicht alles, aber. Sechs Punkte halt. Alles daneben, ne? Kommst du da hin? Bitte, 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 lass die beide weg sein. Nein. Ja, heil den da nochmal. Damit wir keine One-Shots kriegen. Die einzige Gefahr, die jetzt noch besteht, ist für den Scout. Der ist allerdings weiter hinten als die anderen Einheiten hier. Und in erhöhter Position. Oh, du regenerierst nur 2 Punkte. Das ist jetzt ungewöhnlich. Dann probieren wir doch mal, dich jetzt gefangen zu nehmen. Dafür müssten wir dich erstmal anschießen. Ja, du musst mit einer Pistole den Holo taggen. Und triffst sogar. Sehr schön. Dann noch etwas runterbrezeln. Komm, Treffer. Ja, und gleich auf 5 HP. Ammo on reserves. Gut, da. Das tut es nochmal. Nee, 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 nicht nochmal. Jetzt bitte nach. Dann Stun. Kannst du es von hier aus nicht? Nein. Dann geh bitte... Ah, das ist wieder dieser Höhenunterschied, oder? Fucking Game, echt. Kannst du den nicht mehr kaum. Das heißt, ich kann ihn jetzt nicht stunnen, weil er zu hoch in der Luft ist. Run Gun klappt da nicht. Okay, du stellst dich jetzt bitte unter den.
Und dann kannst du hoffentlich hoch... Ja, okay, Gott sei Dank. Okay, 48%. Mach. Okay, okay. Ein Plasmagewehr haben wir. Dann schicken wir den... Du hast schon was gemacht. Ja, gehen wir da hinten ohne Deckung. Es sollten nicht mehr so viele hier sein, die dir Schaden zufügen können. Jedenfalls nicht hier hinten. Und dann gibst du ihm die erste Heilung, damit er nicht von irgendeinem kleinen Wuselding geballert wird.